Das letzte Ziel war Wolf, aber ich hatte keine Ahnung, wo er sich versteckte. Ich wusste, dass die Russen einen Sonderbefehlsposten in Ost-Berlin hatten. Vielleicht stand er mit ihnen in Kontakt. Ich packte meine Sachen und ging hinaus, folgte dem Kampflärm und dem Dröhnen des Panzerfeuers. Es war so ziemlich der gefährlichste Ort, zu dem ich gehen konnte. Aber ich brauchte Antworten. Und ich konnte sie nur so erhalten. Jawohl, und die Antworten, die holen wir uns. Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sniper Elite V2. Zerstöre den Panzer, der die Kommandozentrale schützt. Jawohl, das machen wir doch glatt. Und wir sind immer noch im völlig zerstörten Berlin unterwegs, was aber auch schick. Naja. So, dann schauen wir doch mal, wo dann hier die ersten Deutschen auf uns warten. Kann man hier eigentlich auch durch die Ruinen durch, oder? Ja, kann man schon, hä? Ja, das waren alles mal Häuser. Oh, das war mein Flugzeug. Okay, aber hier ist gerade weit und breit niemand. Aber vermutlich verschreie ich es jetzt auch. Genau, da hat er mir gerade schon was angezeigt. Sieht so aus, als wenn hier gerade jemand gewesen wäre. Ah, da ist der Panzer. Sehen schon. Aber ist hier irgendwo jemand? Nein. Gut, halten wir uns nicht länger damit auf. Okay, die Russen sind hier also wieder unterwegs. Klang auf jeden Fall so. Jawohl, das ist auf jeden Fall kein deutscher Panzer. Okay. Da, das müssen wir treffen. Jawohl. Sehr gut, haben wir den Panzer schon mal erwischt. So, Moment. Okay. Na, wo steckt ihr? Nach da oben. Sag das doch gleich. Sag das doch gleich. Und jetzt kommen sie von überall. Na komm. Ach. Gut, wenigstens haben wir einen Kontrollpunkt. Ich schätze mal. Genau, Panzer zerstört. Und das speichert er. So. Genau, wo kommt ihr beiden her? Da kommt ihr her. Na, wollt ihr wohl. Ja, okay. So, dann schauen wir doch mal. Wo genau seid ihr hergekommen? Weil nur über die Akustik euch zu orten, ist eher bescheiden. Ach. Ach ne, doch nicht. Hat gerade nur so ausgesehen. Na, wo seid ihr denn jetzt auf einmal? Irgendwo hier in den Ruinen hängen die da oben. So. Haben wir dich schon mal. Oh, ah, da bist du. So. Nehmen wir dich auch nochmal, bevor du auf die Idee kommst, an das MG zu gehen. So. Ah, lade schneller. Okay. Ja, dich da oben habe ich schon gesehen. So, schauen wir mal hier. Das wäre hier ein bisschen geschützter. Schauen wir mal, können wir hier, genau, hier können wir auch hochgehen. Ah.
Na, jetzt. So. Genau. Jawohl. Den daneben auch gleich. So. Ah, da ist noch einer. Der nichts tut und einfach da stand. Okay. Na, dann schalten wir mal das MG aus. Jawohl. Okay. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob die nicht, bis wir da hinten hingehen, einfach unendlich oft spawnen. Dann können wir theoretisch unendlich lange hier stehen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Okay, dann stoßen wir endlich mal ein bisschen vor. Ah, okay. So, nebenbei mal ein bisschen umschauen. Nicht, dass wir wieder eine Überraschung erleben. Finde die Dokumente. Wir werden uns bemühen. Sind das da? Ne, da hinten. Okay. Na. Ja, das war so klar. Ich hab nicht einmal getroffen. Ich hab nicht einmal getroffen. Wie schlecht kann man denn sein? Also. So. Jetzt aber. Ah, habe ich dich sogar noch erwischt? Okay. Oh. Jawohl. Genau, lauft mir einfach alle rein. Das passt schon so. Ah. Na. Oh. Nein. Och, es lief doch so gut. Es lief doch so gut. So. So. Kurz nachladen. Jawohl. Wir bleiben jetzt einfach mal hier, bis die alle durch sind. Na. So. Na, ich sehe doch deinen Lauf da, komm raus. Oh. Ja, ja. Noch mehr? Ah. So, ich glaube, da ist noch einer reingelaufen, oder? Kann das sein? Okay, da ist auf jeden Fall noch mindestens einer.
wo bist du denn, hä? Jawohl, und der Offizier, der versteckt sich da hinten irgendwo. Das ist mal wieder typisch. Okay. Viel war das nicht, aber es war genug. Tabun war ein Nervengift, stark und tödlich. Atme es ein, berühre es, schau es einfach nur an und du stirbst einen grausamen Tod. Wolf war der Architekt des Plans, ein chemischer Waffenspezialist. Er half den Russen, die letzten der V2-Raketen Deutschlands mit dem Zeug zu füllen. Ihr Ziel? London. Die listigen roten Bastarde würden es wie Deutschlands letzte Rache aussehen lassen. Wolf zu töten musste warten. Es gab Wichtigeres zu tun. Ich musste den Start aufhalten. Jawohl, dann halten wir mal den Start auf. Beseitige das russische Scharfschützen-Thema. Russische Sprachfehler vor dem Wind. So. Oh. Wo? Da. Okay, dann schauen wir mal, was uns so entgegengestellt wird. Huch. So. Da bist du. Ah. Oh, der ist so nah dran. Okay. So. Mit dir hier hinten, mein Freund. Wo warst du noch? Da bist du. Jetzt haben wir dich. Okay. War's das schon? Offenbar nicht. Jawohl. Na, hier sind doch noch mehr von denen. Garantiert sind hier noch mehr von... Ach Leute, ihr seid aber auch ungeschickt. So. Und ich weiß, ich stampfe hier ruhig wie ein Blöder. Oder durch. Wo genau ist er? Ist er das? Ja, ne? Weil der schießt ja so ein bisschen durch die Wand durch, das... Nein, nicht gut. So. Okay. Ah. Jetzt müssen wir da hinten hin. Wie viele Scharfschützen sind denn hier auf einmal und warum waren die nicht da, als wir hingelaufen sind, um die Dokumente zu holen? So. Jawohl. Na, die Mission war ja schnell rum. Ich dachte glatt, da kommt jetzt noch irgendwas. Aber gut, wir sind mit dieser Mission durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.